Ja, bislang ist ein bisschen mühsam. Der Anfang war ganz dramatisch und jetzt ist es gerade ein bisschen mühsam, ohne recht viel Gehalt. Ich finde ganz interessant, dass ein paar von diesen Untoten sich in diese schwarzen Wucherungen verwandeln. Das hat wahrscheinlich was mit der Wucherung zu tun, die dieser Heilige da repräsentiert. Vielleicht aber auch nicht, man weiß es noch nicht. Das ist ja auch ganz interessant daran, wenn man nicht auf die Vorarbeit von anderen zurückgreift, dass man selber herausfinden kann und darf, was es mit dem ganzen Blödsinn auf sich hat. Wo bin ich denn hergekommen? Jetzt könnte man eine Waffe upgraden, aber lieber aufheben. Okay, von da. Dann muss es ja hier irgendwo weitergehen. Moment mal. Was? Auch wieder auferstanden, das ist nicht so gut. Ach so, das ist einfach nur das Bonfire, jetzt habe ich es verstanden. Weiter geht es nach unten. Gut, dann können wir den Typen ja auch ignorieren. Oh nein, nicht schon wieder ein Bogenschütze. Ist nicht viel stärker die Waffe, aber sehr viel schneller. Ach, Himmel, Herrgott. Diese blöden Wurfgeschosse die ganze Zeit. Ja. Stoizismus wäre ja die Haltung, das zur Kenntnis zu nehmen und dann die Lehren daraus zu ziehen, ohne sich darüber aufzuregen und ohne zu erschrecken, ist natürlich nicht nur zu viel verlangt, sondern auch gar nicht sinnvoll. Aber ohne genervt zu sein. Nee. Mit diesen nur drei Estus ein bisschen mühsam, das reicht nicht so furchtbar weit. Ist klar. Das war es schon wieder leer. Naja. Was ist denn da für eine Szenerie auf dem Dach? Drachen mal nicht alle irgendwann aufwachen. Was machst du denn? Wieso springst du denn da direkt da? Es ist irgendwie ein bisschen ungerecht, dass nach so einem langen Knockout der Tastatur und Input-Buffer noch weiter speichert und in 2 Sekunden liegt, könnte das auch einfach mal davon ausgehen, dass man die ursprüngliche Aktion vielleicht jetzt nicht mehr machen möchte. Okay, es sind offenbar diese, dass die Priester, die das leiten, die. Hab ich das nicht vorhin gewollt? Die Priester, die das leiten, die sich in diese schwarzen
Klumpen verwandeln. Und das ist zu vermeiden. Die schwarzen Klumpen sind unerfreulich. Okay, hier waren auch welche. Ich weiß es genau. Shit. Vielen Dank. Ich mal vorher lesen soll. Du weißt das, ja? Direkt zu spät, das gibt's doch nicht. Boah, geht's langsamer? Alle anderen umgebracht. Das scheint so. Das scheint leider auch so, dass wir gegen den nicht viel zu melden haben. Nein, was machst du denn? Doofes Männchen. Ei weh. Schon auf. Fast. Ja. Piu. Sehr wenig Health habe, und wenn ich hier sterbe und der respawnt, sieht es so mittelgut aus. Naja. Die große Seele eines. Oh! Ah, shit! Bleib hier! Gems sind also hier wichtige Items. Jetzt schaue ich hier noch Boss an da unten. Wenn ich badass wäre, würde ich damit wahrscheinlich auf den Kopf springen, aber erstens bin ich kein Badass und zweitens habe ich keine Health mehr. Nochmal neu lernen müssen.
bisschen nervig. Wenn der jetzt respawnt. Dann scheiße. Oh, da geht's aber runter. Mal an. Wehe. Ah, vergessen, dass du hier wartest. Du Schnulli. Son of a bitch. Ach komm. Diese Bullshit throwing knives. Ja, wenn man es zu eilig hat, dann passiert das. Gibt's doch wohl nicht. Was sind denn das für Bullshit-Dreifachattacken, die die alle machen? Portionchen Health. Vierte oder fünfte verschlossene Tür. Nicht schön. Was bist du für eins? Auch unbenutzbar. Wunderbar. 12 Dexterity. War nicht doll. Also eigentlich bescheuert sich gerade. Dass ich das Schwert benutze. Die Axt stärker ist. Überall. Jetzt bin ich unterhalb. Jetzt unterhalb von diesem Dach. Oh, wo bist du denn? Immer ist alles abgeschlossen. Verschlossen hier einmal rumliegt, aber. Ja gut, ist ja alles ganz spannend. Überall Sackgassen. Überall Grunzwehr. Das Leuchten ist im Fass und wenn man es dann kaputt macht, ist es weg.
Okay, hier kommen wir nochmal hin, wenn wir einen Schlüssel haben oder sogar zwei verschiedene Schlüssel. Gut, wir haben zwei verschiedene Türen hier. Okay, das war auch ein nutzloser Ausflug. Gut, dass wir ihn gemacht haben. Der hat echt respawned. Ich krieg das Kotzen. Wie soll das hingehen? Game. Das ist schlecht. Sehr, sehr schlecht. Okay, so. Ein Lizard ist aber wahrscheinlich weg. Ja, natürlich. Selbstverständlich. So. Ah. Son of a bitch. Also. Begeisterung fürs Spieldesign, aber sowas ist ja schon so ein bisschen Bullshit. Na, what? Also, ich glaube, es hackt. Ich muss gestehen, das sind alles so ein bisschen nervige Elemente. Lockt doch nicht auf diesen. Es ist ja, die Monster zu bekämpfen, ist ja schön und gut, aber wenn man mit dem Spiel kämpft. Mit der Bullshit-Gestaltung. Unter der Treppe einer sitzt, der direkt mit dem Bogen wartet. Die offensichtlich alle einfach nur hinter der Mauer hängen und darauf warten, dass ich da raufkomme. Buh! Sagen, da hätte ich sehen können, dass der da wartet. Aber das ist tatsächlich, also, naja. Und dann kommt natürlich noch einer. Bullshitty. Oh, come on. Und dann kommt natürlich noch einer, wenn man hier vorne ankommt. Also, Leute.
es ist ja nur echt ein bisschen billig. Fuck is this shit? Tja, wenn ich jetzt einen Bogen hätte, könnte ich schießen, wenn ich Pfeile hätte. Pfeile habe ich sogar. Kein Bogen. So, die warten da gar nicht, die sind tot. Ganz umsonst Sorgen gemacht. Ich bin gegen Jumpscares. That looks nasty. Hier sterben. Dann schlecht. Ich habe mal Zeit, einen Ember zu benutzen. Schon so viele davon rumlegen. Das werde ich bereuen, das werde ich bereuen, ich hab's gewusst. Du siehst mich nicht, ich bin unsichtbar. Denn benutzen? Himmel. Jetzt ist er aggro. Scheiße, scheiße, scheiße. Was? Was ist das denn für eine Scheiße? War das jetzt, weil ich ihn getroffen habe, oder war das ein Area of Effect? Attack. Okay. Das beantwortet diese Frage. Das ist ein bisschen ätzend. Eieiei. Was ist das für ein Bullshit-Boss? Ist klar. Come on. Shit.
come on! Beweg dich halt! Scheiße, mir fällt leider gerade auf, dass ich meine gekaufte Rüstung gar nicht angezogen habe. Und noch ein Held. Shit! That was close. That was fucking close. Und jetzt? Jetzt zurück. Northern Armor Physical 12. Ist nicht wahr. 1000 Souls ausgegeben für schlechtere Rüstung. Kommt davon. Wenn man es nicht anguckt vorher. Ich würde ja jetzt einen Bonfire nehmen, wenn man mir eins geben würde. Aber stattdessen. Scheiße. Ah nein! Also. Also. Ach, das ist doch nicht wahr. Was soll denn das? Das ist irgendwie ungerecht eingerichtet. Diese ganzen Bullshit-Doppelangriffe finde ich irgendwie cheap. Oh, ist das mühsam. Warte, der ist auch wieder da. What the fuck? Okay. So, das könnte ich hier auf jeden Fall abkürzen. And I shall do so. Lass mich in Ruhe, du dicker Pups. Lass mich auch in Ruhe. Nicht zu fassen. Wo kam der denn jetzt wieder her? Also, weißt du. Zugeben, dass diese Nachricht am Boden natürlich nicht schlecht war. Ach du Scheiße. Zum Glück weiß ich ein bisschen, was ich tue.
immer noch nichts verloren. Aller Frustration über das sehr langsame Tempo. Es gab noch keinen, außer dem Ember gerade. Das wird doch keine Abkürzung sein. Jetzt ist die Tür, die nicht öffnet von der anderen Seite. Nee. Kenn ich nicht. Von 51, it sure is. Deutlich drüber. Vielleicht ist das der Unterschied. Limit, was ich heute machen könnte, ist den Freund namens einsetzen. Warum geht das nicht? Ist falsch. Rude! Shit! God damn it! Stoizismus, meine Damen und Herren, Stoizismus bei der Arbeit. Ich habe gestern auch beim Video angucken gemerkt, ich rede viel zu wenig, es ist viel zu langweilig. Ich versuche das mal ein bisschen aufzubessern. Ich weiß aber auch nicht, was ich erzählen soll, weil das Spiel an sich ist jetzt eigentlich so super spannend. Man schlägt Zombies tot. Himmel, dieses Lock-on, es ist zum wahnsinnig werden. Okay, dann ist der mal tot, ohne dass ich Schaden nehme. What? What the hell? Also. Bisschen nervig ist das nur schon so langsam. So ein gefielter Nerd. Mach ich denn jetzt diese Scheiße hier? Oh nein, 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 Scheiße! Scheiße! Wo bin ich denn? Oh, for fuck's sake! Kacke. Okay. Jetzt haben wir eine gute Gelegenheit, tatsächlich mal die stoische Haltung auszuprobieren. Das ist, meine Seelensammlung da unten ernstlich gefährdet. Ich habe noch ein bisschen was an Weg vor mir. Ich kann hier vorbeikommen. Okay. Du kannst mich auch mal kreuzweise. Ich weiß ja schon. Oh, das war ein Shiny. Shiny in der Höhe. Kommst du hin? Na,
anderen Seite. Nein. Son of a bitch game. Fuck off, Fatso. Nee. Nee, nee, nee. Himmel, Herrgott! Der kommt immer noch, das glaube ich alles nicht. Fuck! Nein! Nein! Okay. Okay, das ist Dark Souls. Ich kann mich noch nicht mal beschweren, in dem Moment, in dem ich es gesehen habe. Wusste ich, was passiert. Heilige. Oh. Shit. Nerv. Das ist Stoizismus bei der Arbeit. Die ganze Zeit schimpfen und fluchen. Aber ich finde tatsächlich, dass es mal anders liegt. Das daran liegt, dass ich von Equipment her nicht so aufgestellt bin, wie ich das sein könnte. Aber ich finde es gerade ein bisschen nervig. Übersehe ich irgendwas? Was ist hier los? Diese Scheiße hier. Dass der jedes Mal respawnt, ist irgendwie auch nicht richtig. Das heißt wahrscheinlich der andere respawnt auch immer wieder. Vielleicht bis der Area Boss erledigt ist, oder irgendwie. Ist das eine komische Mechanik? Nein. Sie fix nochmal. Entdeckte Dinge. Wo kommt ihr denn schon wieder alle her? Bisschen spät, die Bomben. Ist klar. Er hat sich zwischen den Weinfässern schlafen gelegt. Oder denn? Ein Undead Hunter. Ich hab mir da die. Das anziehen? Wie wär's mit... Achso. Schwerer, aber es gibt ja eigentlich auch keine Unterschiede. Ne, ist schon Fat Rolling.
Also die Level sind auf jeden Fall weniger übersichtlich und weniger linear als im letzten Teil. Blighttown war auch eine Katastrophe, was das angeht. Also Zweigungen und Leitern. Steht aber. Ist klein. Und hat sie jetzt wieder Dexterity. Safe fix. Als wäre das schwerer als eins. Nein, 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 nein. Ich weiß nicht, wie man das mit drei Estus-Flaschen bewältigen soll. Muss man an allem vorbeirennen? Darf man nicht getroffen werden? Ist nicht wahr. Okay. Jetzt ist mit zwei Händen nicht. Oh, das glaube ich nicht. Das ist doch... Lieber Himmel. Ja, zwei Estus weg von drei. TikTok. Okay, wenn ich hier lang gehe, spawnt er dann vielleicht gar nicht. Spawned dann. Fun. Natürlich bist du jetzt wieder am Leben, ist ja klar. Estus. Super. Oberprima. Shit. Ich wusste doch, dass der da ist. Ich hab's noch nicht besser verdient. Herausfinden würde, wie man Throwing Knives verwendet. Status Message System Equipment. Lifting Weapon, Jet String, Quick Item 2.
Was? Aber das darf doch nicht wahr sein. Ich falle beim Messerwerfen von der Brüstung. That's not bullshit at all. Vier Attacken hintereinander weg sind natürlich auch völlig okay. Holy fuck. Ja, schon wieder out of Estus. Tipptopp. Come on. Ich glaube, ich habe was Elementares über das Fight-System noch nicht verstanden. Ich spiele das genauso wie Dark Souls 1 und das scheint nicht ganz zu funktionieren. Bitte. Das kann doch nicht wahr sein. Buchstäblich. Kann doch irgendwas, stimmt doch ja nicht. Fühlt sich ein bisschen an wie Sisyphos. Gleich habe ich den Fels auf dem Berg oben. Gleich ist es geschafft. So, okay, der spawnt, wenn er mir zu nahe kommt. Jetzt, wenn ich das vermeide, dann spawnt er nicht. Ist jetzt nicht wahr, ne? Okay. That's some serious bullshit. Also dieses Fat Rolling, das ist aber irgendwie da, ach, das kann doch nicht wahr sein. Mal ohne Rüstung ausprobieren. Son of a bitch! Abgebogen. Ist nicht gut, da kommt jetzt ein. Eigentlich so das Monster, das oben rumläuft.
schon wieder aufgefüllt. Warum ist jetzt hier der bin ich weggerannt? Kannst du mal bitte vielleicht beruhen hier mit der Axt? Dankeschön. Das ist ja jetzt wieder. Schnell vom Begriff. Kaum hat man ein Messer geworfen und angewuselt. Alles ein bisschen bullshitty. If you don't mind my saying so. Da hast du mal eins. Ist klar. Ist klar. Endlich, okay. Das Fat Rolling war auch kein Spaß. Nein! Oh Gott! Warum? Nein, 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 nein. Son of a bitch. Of course. Screw you. Screw you very much. Indeed. So habe ich mir das vorgestellt. Eieiei. Das ist ungefähr die Erfahrung, die man mit Dark Souls eben macht. Man stirbt und 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 stirbt. Und stirbt und stirbt. Ich weiß auch nicht, warum ich die ganze Zeit fat rolle, was der Scheiß soll. Warum ich nicht mit irgendeiner Rüstung starte, die man benutzen kann. Und. Boah, das ist locker anders.
Ignorieren. Hügeln, aber nicht hier. Messersack. Seelen. Die Seelen kommt im Stein. Ne? Ich habe nur den. Making me angry. Zwielichtig vor. Diese endlosen Wege, wahrscheinlich übersehe ich irgendwo ein Bonfire. Ein bisschen aufleveln und dann soll es auch genug sein für heute, aber kein guter Tag. Zum ersten Mal tatsächlich Seelen verloren, einen Ember verloren. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie Combat hier funktioniert. Mit den Glocken komme ich nicht so weit, wie ich mir das vorstelle.